Wir sind dabei, wenn die Menschen in Guttach das Erntedankfest feiern. In wenigen Minuten werden sie in einer feierlichen Prozession zur Kirche gehen. Der Bollenhut wird in den Gemeinden Guttach, Kirnbach und Reichenbach getragen. Der Württemberger Herzog Friedrich Eugen wollte die Not der Landbevölkerung vor über 200 Jahren lindern, indem er als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme die Hutmacherei ankurbelte. 1797 ordnete der Herzog an, dass Strohhüte mit roten oder mit schwarzen Kreisen bemalt wurden. Durch einen Gebietsaustausch kamen die drei evangelischen Orte nach Baden in eine katholische Umgebung. Aber die Produktion der Strohhüte mit den farbigen Kreisen wurde fortgesetzt. Beim Erntedankfest und bei der Hochzeit tragen die Frauen auch den Scheppel aus bunten Glasperlen. Hier die Pfarrerin und der Kirchenvorstand. Die Mädchen tragen den roten Bollenhut zum ersten Mal zur Konfirmation. Verheiratete Frauen bekommen einen schwarzen Bollenhut. In der Trachtenkapelle Guttach musizieren evangelische und katholische Christen gemeinsam. Thank you.
Der Tisch des Herrn ist mit den Gaben des Herbstes reichlich gedeckt. Und ich glaube, ganz am Schluss müssen wir alle ordentlich klatschen. Denn das ist einfach was ganz Wunderbares, auch dass Sie hier in diesem Gottesdienst spielen und somit diesen Erntedankfest-Gottesdienst mitgestalten. Zum Lob und zur Ehre Gottes. Und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Und werde wieder Staub. Die Gemeinde Erntedankfest in Gutach ist ein richtiges Ereignis. Bunt, lebendig, fröhlich, anziehend. Tradition und Gegenwart treffen aufeinander in einer ungezwungenen, aber durchdachten und guten Art und Weise. Wir alle wissen, dass die Trachten nicht mehr zur täglichen Kleidung gehören. Und doch wird geschätzt, was unsere Vorfahren uns anvertraut und übergeben haben. Erntedankfest beinhaltet einen Blick in die Vergangenheit, Vergewisserung der Gegenwart und einen Ausblick in die Zukunft. Was ist unsere Erde für unsere Kinder und unsere Enkel? Diese Frage müssen wir uns stellen. Und zwar mit Energie und mit Kraft und mit Vertrauen in eine Zukunft, die wir mitgestalten können und auch ernsthaft, ganz ernsthaft mitgestalten wollen. Also es geht nicht ums Horten, sondern bei dem Überfluss, der vorhanden ist, ums Teilen in allen Lebensbereichen. Nicht alles abgeben ist die Devise, sondern vom Überfluss teilen. Und in diesem Sinn können wir heute hier ein buntes, ein fröhliches und auf Zukunft ausgerichtetes Erntedankfest feiern.
dankbar für das, was uns das vergangene Jahr an guten Erfahrungen geschenkt hat. Und aufeinander hören und nicht nur jeder zeigen will, wie gut er oder sie ist, sondern unsere Kräfte bündeln. Dann können wir uns auf eine Zukunft verlassen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Für die Menschen, die in Not und Bedrängnis auf Hilfe warten, für die Hungernden, die Kranken und die Verzweifelten, lasst uns beten, Herr, erbarme dich. Zum Schluss noch ein Bild für die Fotografen und fürs Familienalbum. Alles klar. Vielen Dank an alle. In einer landwirtschaftlich geprägten Gegend spielt das Erntedankfest im Jahresablauf eine wichtige Rolle und bringt die Gemeinde zusammen.